Kann dir noch eine Nachricht schreiben? Nachricht. Optional. Was soll ich da reinschreiben? Bei dem Optiker oder was? Ja. Wir sehen uns. Oder auch nicht. So, gut. Damit wieder. Nee, ich habe noch ein bisschen Toffifee im Hals gehabt. Damit wieder herzlich willkommen. Okay. Ich trinke besser noch mal einen Schluck. Ja, mach das mal. Weißt du, wie die so ein bisschen hier aussehen? Sie rechts, ne? Sie sieht aus wie ein bisschen wie Natalie Portman. Dann haben wir hier Jerry O'Connell. Und dann haben wir hier Winona Ryder und John Hurt. Der sieht aus wie John Hurt, ja, das Ja. stimmt. Ich finde auf dem Bild sieht die in blau, also wie hieß die nochmal, Allison? Weiß ich nicht. Die Sieht Frau, ein bisschen ne? aus, Ja. ja, sieht aus, ein bisschen aus wie Adrian Delaney, aber nur auf dem Bild. Das stimmt, ja. Und der Typ kommt mir auch irgendwie bekannt vor. Ja, Aber ich weiß halt nicht in. nein, das ist es nämlich. Dieser Typ, den kennt man sonst nirgendwo her. Aber der sieht einfach unfassbar so aus wie ein Typ, der in jeder Serie mitgespielt Ja. hat. Ich finde, der Auch hat von der auch. Frisur her. Ja, der sieht auch ein bisschen aus wie Seth Green. Also halt so in den 90ern so. Also ein bisschen so Jerry O'Connell, Seth Green und so weiter. Also wirklich wie so ein. Genau dieser eine Schauspieler, der über mir drin Ja. war. Aber er ist es halt nicht. Er ist es nicht. Und genau, die Allison, die wird ja gespielt von der Schauspielerin, die auch bei King of Queens in der einen Folge die Frau vom Rico spielt, die Francesca. Das ist meine Freundin Francesca. Nett, Sie kennenzulernen. Schöner Pullover. Tja, Oh, Carrie danke schön. wollte gerade wieder fahren. Ja, wollte ich. Dann wollen wir dich auch nicht aufhalten, Schatz. Komm, wir sehen. Was ich auch einen ganz interessanten Fun-Fact fand. Und ja. Gut, John wir. Hurt ist John Hurt. John Hurt, den kennt man natürlich, ne? Wie gesagt, Alien oder Harry Potter. Also der Typ, der ist mittlerweile leider verstorben. In Snowpiercer, genau. Snowpiercer war ja doch der Anführer aus dem hinteren Teil des Zuges. Ah, okay. Ne? Mit den der amputierten Stellen, der seine Körperteile den Armen zum Essen gegeben hat. Naja. Gut, dann fangen wir mal an mit Stimmt. Folge 2. Okay, gut. Was haben wir denn hier jetzt für Upgrades? Wenn es hier Neuigkeiten gibt. Oh Gott. Okay, das werde ich jetzt nicht alles vorlesen. Aber, also ich meine, ich habe es jetzt auch nicht alles gelesen, aber was ich so gelesen habe, ist, dass sie sich freut, dass Catherine da ist. Genau, sie schreibt das ja, ne? Ja, Und genau. was mir auch auffällt, ist, dass sie, wenn man das I vor dem N hat, das sich sehr vermischt bei ihr. Ja, genau. Again, Ich hätte es auch schon gesehen. Nto. Okay, ja Ja, gut und die dann. schreibt halt auch nicht auf die Linien, sondern irgendwie so. Also zwar Ja. schon gerade, aber auch so auf die Linie drauf und. Ja. Wer dir Also den die ist eigenen. verrückt. Ist gestört, die Alte. Hi, I'm Dr. Betty Sharps. Okay, ja, lassen wir das mal. Das ging letztes Mal schon sehr lange. Ja. Naja. Generell kann man sehr viel Informationen hier sich aneignen. Ja, genau. In Also, verschiedenen Medien, also genau. sei es Lesen, sei es Radio. Und Ja, das war's schon. E-Mails checken und sowas. Ja, stimmt, ja. Ich habe herausgefunden, dass dieses Spiel nochmal veröffentlicht wurde, nämlich für den DVD-Player. Also kein Wunder, dass das wirklich eine einfache Bedienung halt hier hat. Man kann das einfach Ja. mit den Pfeiltasten durchsteuern. Das ist eigentlich eher wie so ein interaktiver Film. Ja, also. Das heißt, wir werden wahrscheinlich
wirklich so kaum Items benutzen müssen oder so. Ja, ich glaube nämlich sogar gar nichts. Gehen wir mal in Catherines Schlafzimmer rein. Ja, vielleicht ist sie ja noch da. Ja, und stimmt, wir spielen ja nicht Michael. Nee, wir spielen einfach einen Beobachter. In September. Ja, den Beobachter aus Fringe. Einfach überall auftauchen und, naja. Ja, und beobachten. Gibt's genau. Gibt's eine neue Aufnahme? I just met with Allison. It was very disconcerting. She reminds me so much of Colette. The way Colette was when I first met her. Damaged goods, the diamond covered with mud, all that. When I sat down next to Allison and took her hand in mine, I felt my neck and chest become flushed. It's not just her appearance that's similar to Colette's. It's that look in her eyes. It's hard to describe. At first they seem dull and lifeless, like the eyes of a corpse, but then, just for an instant, you see a glimmer of life. You see her former personality. It's just the way she was before the accident. It's just fighting to get out. I can see that Allison's true self is warm and vibrant and sensual. And I'm gonna help her get it back. Oh, I know. You're muttering, here we go again with the Mother Teresa complex. Well, sometimes I wonder if I did become a nurse simply because I'm drawn to wounded people. But I know that I am good at what I do. No, not good. I'm excellent. And I really believe that we're here on this earth for a reason. My purpose in life is to help people get well. Michael and I had an immediate connection, the wrong kind of connection. I'll just have to be careful with him. And myself too. Okay, habe ich das jetzt richtig verstanden? Sie findet die Allison irgendwie hot? Ja, sie erinnert sie ein bisschen an irgendeine Colette, genau. Wer auch immer das ist. Ja. Ja. Also hatte sie vielleicht schon mal was mit einer Patientin anscheinend. Vielleicht, das also weiß man ist, nicht. Ne, das ist natürlich jetzt Subtext und reininterpretiert so. Mhm. Aber das kann natürlich jetzt sein. Mhm. Lassen wir das mal so im Raum stehen. Ich wollte eigentlich erst sagen, aber dann hat sie es am Ende doch noch getan, dass sie den Michael gar nicht erwähnt. Also die hat die ganze Zeit nur von der Allison erzählt, ja. Und was das für sie bedeutet hat. Und dann hat sie ihn ganz kurz am Ende erwähnt, dass sie sofort eine Connection mit ihm hat. Aber ja gut. Ich verstehe die Frau auch nicht so ganz. Also erst so, ich muss mich erst umziehen und knöpft sich erstmal schön das Hemd im Beisein von ihm auf. Und dann, als er versucht, mit ihr zu reden, lässt sie ihn so komplett kalt abblitzen. Und ja. So, ist so eiskalt. Deswegen wundert mich, dass sie jetzt, aber das sind ja ihre Gefühle, dass sie meint, sie hätte sofort eine Connection mit ihm. Die falsche Art von Connection. Der hätte auch extra so kühl gewirkt, einfach damit sie... Mhm. Ihn bis auf Distanz hält. Ja, genau. Ja, das kann natürlich sein. Aber und weil es ja wirklich in dem Moment um Allison ging. Ne? Sie ist ja eigentlich natürlich. Da, um Allison zu helfen. Natürlich, ja. Okay. Und sie meinte ja gerade, sie möchte Menschen helfen. Ja. Oh, sie sieht sogar aus wie Colette, die Allison. Bitte? Allison, my heart goes out to her and Michael. Also die finden also beide ganz toll. Ah. Die weiß, dass der gespannt hat. Ich glaube, das wollte sie auch. Ja. Also. Was hat die denn jetzt hier in der Schublade? Oh Gott. Guck mal rein. Noch immer noch. Ach. Oh, Tantra. Nee, das letzte ist auch schon. Sacred Techniques of Tantra. Nein, da hätte ich mich erinnert. Oh Gott.
Okay, nein, das ja, ist... Massage. Massage, natürlich. Das sieht doch 1:1 aus wie eine Massage. Das sieht aus wie ein Capoeira. Also ich finde, das sieht aus wie so ein Gangbang oder sowas, aber... Aber wieder so auf Achso, der unten, der, ja, der macht Capoeira, ne? Die anderen hier, die machen irgendwas Anrüchiges, aber der hatte eigentlich vor... Moment mal, ich wollte doch nur nacktes Capoeira machen. Joni. Joni. Ah, ist das Sanskrit Word for the Vagina? Achso. Ja. Okay. Sacred Space. Lingam ist das Sanskrit Word for Penis. Wand of Light. Da können wir uns das nicht auch sehen. Ja, deswegen William Hurt, ne? Der kennt sich mit Zauberstäben aus. Ja, stimmt. Okay. Ja klar, Yoni und Lingam-Massagen. Penis- und Vagina-Massagen, natürlich. Ich möchte mich nur mal... Entschuldigen Sie bitte, könnten Sie mich mal so richtig am Penis massieren? Okay, so, ja. Nein, man möchte natürlich nichts erreichen, nein. Nein. Nein, nein. Einfach nur, um Spaß zu haben. Einfach nur relaxen, ja. Mhm. Ja, okay. Okay. Also, die ist eine Expertin der Tantra-Massage. Ja. Okay, okay, das war's. Ich glaube, hier haben wir erstmal alles. Ich muss mich erstmal daran gewöhnen, dass ich nicht mehr die Tür anklicken muss oder sonstige Sachen. Ja, stimmt. Auch wenn ich natürlich hoffe, dass wir irgendwann es hinkriegen, Gabriel Knight 3 zu spielen. Ja, hoffe ich auch. Das wäre so super. Also falls irgendjemand zuguckt, der weiß, wie das geht, dann natürlich gerne Bescheid Boah, sagen. Das wäre wirklich... Weil irgendjemand muss doch wissen, wie das geht. Das wäre... Kann ja nicht sein, dass das Spiel unspielbar ist. Ja, das ist total komisch. Also... Gar nichts. Hier ist gar nichts, ja. Gar nichts. Zusammenpacken. Ende. Ich glaube, hier ist... Ja, vielleicht gucken wir nochmal in die E-Mails rein. Ich glaube, sonst haben wir keine anderen Optionen, als dann weiterzumachen mit diesen Tests. Ja, stimmt. Was ja dann so ein bisschen die Handlung voran, wo einem sehr private Fragen gestellt wird, wir werden. Ja. Da ein bisschen unangenehm. Das. Ja, ich finde das auch so ein bisschen. Naja, okay. Okay, das kennen wir schon. Achso, das ist der Lebenslauf, ne? Das, ja. Da hat sich jetzt nichts dran geändert. Die hat jetzt nicht noch hingeschrieben. Hat aber auch Massage gemacht. Bin okay. Bei. Stimmt, ja. Die hat jetzt nicht reingeschrieben, bin mal Michael und Alice involviert. Das kennen wir aber schon, das ne? Das kennen wir, glaube ich, wirklich. Oh. Oh, Moment. Haben wir das denn? I need a beer? I need a beer, ja. Ist das neu? I can't deny that I'm attracted to her. I mean, I'm not dead. She's very sexy and alluring. I want to know more about her. I hope that Allison never stumbles across this. Ja, dann lass dein PC doch nicht an. Ja, wollte ich auch gerade sagen. Und vor allem nicht, nicht passwortgeschützt und so. Ja, toll, den Monitor und einfach so, ja, und einfach so fett auf dem Desktop, Journal, hier ist mein Tagebuch, hallo. Das hätte ich immer am besten, ne? Das Tagebuch so offenkundig zu bewerben. Haben wir dieses komische Bücherregal hier angeklickt? Glaub nicht. Hugging the... Slime Boy. Ach, Shame Boy. Ich hab Sesam Boy gelesen. So der langweiligste Super. Ja, Sesam Boy. Ja. Okay. Das ist jetzt eher so ein Roman, oder? Ich glaube auch. Hat bestimmt auch eine Bedeutung. Ja, wahrscheinlich ist das sehr tiefgründiges. Okay. When you've concluded this test, you will return to the story. Ja, machen wir mal den Test. Do you wish to proceed? Ja. 4-foot-long penises are... Ja, komm. Funny. Wir haben sofort gelacht. Wir müssen funny sein. What does the skeleton represent? Attack on Titan. Ja. Also ich würde da eher tot sagen. Ja, ich auch. These women are standing in... In der Badewanne? Private bath, ja. Also hättest du auch gesagt, oder? Ja, so, ja. So was Who in der Art. Is this couple?
Guck mal, schiebt der dem Dolch in den Arsch oder was? Die hat da ja, so einen, den Schattenjäger-Dolch. Ich würde sagen Master and Slave. Ja, ja, das weil auch. Er ja kriecht und. Catherine and Michael. Nee, nee, Master and Slave, das hätte ich jetzt auch gedacht. This painting is. Warte mal. Ach, das ist ein Schwan? Das ist ein Schwan. Ich dachte, das wären so Engelsflügel oder so. Aber ich auch. Das ist ein Schwan. Dann ist es strange. Ja, 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 absolut. Also, wenn die Frau sich von einem Schwan beglücken lässt. What was the first thing you noticed about this painting? Die Hoopies. Ja. Yeah. What does Nest of Spicery mean to you? Also, so ein Bordell, ne? So eine Fickhütte. Boudoir. Woman's Boudoir. Box. Ich weiß nicht, was Boudoir heißt. Nest of Spicery. Also ich finde, das klingt schon eher so sexuell. Ja. Deswegen Spice Rack, was ist ein Gewürzregal oder was? Ja. Oh Gott, nein. A scented pillow, nein. A vagina. Was ist denn, was ist ein Boudoir? Weiß ich nicht, guck mal nach. Ja. Boudoir. 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 Einen kleinen, elegant eingerichteten Raum. Nee, dann hier. In den sich die Dame des Hauses zurückziehen konnte. Wofür würdest du stimmen? Ich würde das Boudoir sagen. Natürlich, okay. Being a eunuch would be kind of fun. Nee. Nee. Sorry. Sex is the best thing in the world. Okay. Nein, also... The boy kissing the woman is... Ja, ich dachte, das war eine ganz klare Antwort. Ich hätte Lost gesagt, aber... Was? The boy kissing the woman is too young, ja? Ich hätte ja gesagt, das ist so ein Engel oder so. Ja, Cupid vielleicht. Was ist Cupid? Amor. Wie Amor? Amor, der mit den Pfeilen. Cupid? Ach, der heißt so? Ja. Ach, der heißt im Englischen so? Ja. Ach, das wusste ich gar nicht. Okay. Ich dachte hier, Cuphead, was hat denn das Spiel jetzt damit zu tun? Amor? Ne, okay. Ich weiß auch nicht, warum der Cupid heißt oder warum wir Amor sagen. Ja, warum hat der Typ übrigens hier so ein Marmeladenglas und will der Frau jetzt einen über den Deckel ziehen damit? ich hätte das gesagt, der ist zu jung. Okay, dann machen wir das. Moment mal, ist das sein Körper oder was? Ich weiß es nicht. Ich dachte, der sieht so komisch aus. Ich dachte, der Junge wäre so groß wie. Ich dachte, das wäre so ein Klon wie er. Und dass da sich jetzt noch ein anderer reinbückt, den man nicht aber mehr sieht. Das sieht doch nicht so ganz. Ja, das sieht nicht so ganz richtig aus. Ja, ich dachte, der ist zu jung. Egal, was er da macht, der ist zu jung dafür. Ja. Ich meine, ich glaube, dieser Mann wollte gerade mit der Frau schlafen. Und dann kommen ja plötzlich diese drei Knaben oder. Oh, nee, hier ist auch noch einer. Der sich unwohl fühlt. Und dann ja, hier der auch ist schon noch richtig verzweifelt. Also, wann gehen denn endlich diese kleinen, nackten Jungen weg? Was denn hier gerade passiert, verstehe ich auch nicht. Most people equate sex with death. Nein. Nein. Ich hätte genau das Gegenteil gesagt. Ja. Homoerotic art should be... Ja, enjoyed, oder? Also... Jeder, wie er mag. Genau, wenn jemand das mag, soll er das genießen. Verbannen auf keinen Fall. Nee. Promoten, ja, kommt drauf an, wo. Also ich hätte gesagt, wenn sich jemand das angucken will, soll das machen, ja. Ah. I thought you were still sleeping. I've been going over your wife's medication. Gab's da schon so Kopfhörer? Krass. Ideally we should wean her off of all medication. It's more like a doctor's decision, don't you think? I will consult with Dr. Turner on this, of course. Is she awake? No. She sleeps late most mornings. By the time I bring her breakfast up, she's usually awake. That's a mistake. What is? You're keeping her too comfortable and secure in her condition. We need to bring her out to a more active and self-rewarding existence. I take it you didn't always make breakfast.
There's a number of things I do now that I didn't do before. Allison hasn't cooked or baked a thing since Jody. Die wäre auch ein guter Gabriel Knight. Since the accident. Mm-hmm. Your wife is desperately holding on to the past. But by you doing things that you never did before, you're helping her to create an unreal world. A world of illusion, where she doesn't do the things she did before and is actually losing her grip on the past. Makes sense. I wonder why Dr. Turner never put it that way. Just trust me, please. I have a lot of experience with people in her state of mind. We need to change things. Starting now. You're not intending to do anything shocking, are you? No. Just go upstairs and tell her it's time we all had breakfast. It might be too abrupt. It's not too abrupt. She'll understand that you have a stranger in the house and you want to make a good impression. The mornings are always the worst. The depression, it's overbearing. Do you want me to do it? Das ist ja aber ganz schön. I'll do it. Laut. Good. Tell her that I'd like to discuss Jody's breakfast. Aber er halt auch, so meine Güte, ne? Sag deiner Frau halt, dass du Frühstück gemacht hast. Das ist doch ja. Also. Dass die mal runterkommen soll. Ja, das ist doch nicht, das ist doch kein Problem. Der Hausherr. Jetzt gerade so im Türrahmen sah der wirklich aus wie Gabriel Knight. Ja, ne? Ich finde, der hat hier so absolut was von Gabriel Knight. Ja. Ein bisschen länger die Haare, so ein ganz kleines bisschen. Ja. Und ich meine nicht jetzt den Gabriel Knight aus Gabriel Knight 2, ne? Ich meine schon den aus dem ersten. Ja, also, auch. Der Beide. Ja. Ich finde, der hat irgendwie was. Awesome. Allison. The nurse is down in the kitchen and she wants breakfast. Mach mal ein paar Schnittchen. Alles. She wants to discuss Jody's breakfast with you. Geh runter und schmier ein paar Brote für uns. Ich hab Hunger. Jody's breakfast? I think you better handle this. Yes. Ja, für Jody macht sie gerne ein Stück. Ja. Well, Catherine's certainly doing her job, isn't she? She seems to be having the right effect on Allison, but I'm not sure about the way she's affecting Michael. What about that bit of business under the table? Do you think she did that on purpose? Business? Michael appears to be a little confused. I must admit, so am I. Ja, wäre ich auch, wenn ich so über einen Greenscreen... Was? Was sind denn Bowel Problems? Verdauungsprobleme. Nein. Doch. Was? Doch. Wie, doch? Ach so, ich dachte, du sagst nein, von wegen nein, das stimmt nicht, was ich jetzt gesagt habe. Was hast du denn gesagt? Ich hab gesagt, Verdauungsprobleme. Ach so, du dachtest, ich hätte das verneint. Ja, genau. Ach Gott. Prescription drugs are always good as long as they are prescribed by a doctor. Nee, der kann auch falsche Sachen verschreiben. Ja, eben. Always disagree. Good is disagree. Is it ever appropriate for a nurse to question a doctor's authority? Ja, natürlich. Also, ist es immer gut, die Autoritäten in Frage zu stellen, wenn die Scheiße bauen. Auf jeden Fall. A young person should be able to have sex at whatever age they feel comfortable. Nee. Es gibt zwar Grauzonen, aber nein. Sometimes I wish I could control another person with the power of my mind. Ja, auf jeden Fall. Ja, wäre doch cool. Das fände ich auch natürlich. Macht natürlich wenig Sinn, wenn jeder die Fähigkeit hat, ne? Aber also ich würde mich nicht beschweren, wenn ich das könnte. Ja, also ich würde dann morgens im Bett liegen und sagen, was würdest du? Im Bett liegen und mir denken, oh Kevin,
bring mir jetzt was Leckeres zu essen. Kannst du knicken. Das mache ich schon so. Catherine can only relate to man on a sexual level. Nee, also, so gut kenne ich die nicht, deswegen ja, ich sagen, I have no opinion. Okay. Man weiß jetzt nur, wie sie mit Michael... Gutes Argument. Gutes Argument, ja. So, vielleicht hätte ich was Neues aufgenommen. Business under the table. So eine gute Formulierung. Ja. Ach, John Hurt, ey. I love to watch Allison knit. She sits so still like a statue, but her hands are moving incredibly fast. It's like she's in a trance, like she's possessed by the ghost of the State Fair knitting champion. I'm walking out in the garden and the wisteria is blooming and the air smells of honey. Whoa! Hello? What? Did I break this thing? A big fat bumblebee just flew into my head and I dropped the recorder. Well, I'm okay now. The recorder appears to still be working. I'm standing by an old barn watching some little birds build a nest. They're so busy. Can you hear them chirping? One of them has some golden stuff in his beak that he's weaving into the nest. It looks like hair. Now he's flying up to the house. He's going to the window of my bedroom. Oh my gosh! He's taking the hair out of my brush that I left on the windowsill. Oh, how neat. They're using my hair to help build their home. Oh. Womit bauen die das? Mit ihrem Haar? Ja, weil die hat ihre Haarbürste auf der Fensterbank liegen lassen. Okay, ja gut, alles klar. Aber da muss ich gerade dran denken, als ich gerade nochmal zur Arbeit gegangen bin, da waren auch ganz viele Elstern und die waren so laut. Also ich wollte das erst aufnehmen, weil das wirgendwie richtig laut war. Ja, das war irgendwie cool. Aber dann ist dein Handy runtergefallen, ne, wegen so einer Hummel. Ja, genau. Okay, da haben wir jetzt... okay, der hat gut geschlafen. Colette. Kamera ist hier. Ich glaube, das hatten wir, oder? Nee. Nee. Okay, also... Im Endeffekt lesen wir jetzt immer wieder durch, was sie geschrieben haben. Mhm. Und dann... klicken wir uns durch die nächste Befragung. Und gucken Videos. Und gucken Videos, genau. Das wird das Kamasutra für Arme, in dem es um Massagen geht. Ach, wir lernen sogar neue Sachen jetzt jedes Mal. Okay, wie bereitet man sich vor für die Penis- und Vagina-Massage? Erstmal ein schönes, langes Bad. Ja, mit Öl. Kerzen, Musik. Eine intime Sphäre schaffen, ja. Und ausziehen natürlich, ganz wichtig, sonst geht das nicht. Natürlich, ja. Spread pillows about. In der Badewanne oder was? Ja. Ich meine, es gibt ja so Badewannenkissen. Hab ich noch nie. Aber ich glaube, das ist nicht gemeint. Nee, ich glaube auch nicht. Okay. Oh. Ich glaube, dafür hätte ich jetzt keine Anleitung gebraucht. War das jetzt alles echt? Weiß ich nicht. Moment. Gut, dass ich das hier so wegklicken kann. Ah, tatsächlich, das war's, was ich hier anklicken kann. Was lag jetzt nochmal auf dem? Genau, das wollte ich gerade fragen. Ja. Ein goldenes Buch. Das ist so ein Gedichtband, ne? Mhm. Kann sein, dass wir den auch schon gesehen haben. Also werden wahrscheinlich auch wieder immer wieder neu freigeschaltet. Mhm. Ja, gut, okay, dann gucken wir mal wieder. The next TAT will be given in the master bedroom. Look for the American primitive painting. Gibt es hier in jedem Raum immer mal einmal so einen Test? Wahrscheinlich. Vielleicht. Ja. Also bisher war es immer ein anderer Raum. Ja. Einmal die Treppen, Catherine, das Badezimmer und jetzt hier. Wahrscheinlich wandert das da so rum. Haben wir im Kittchen noch was? Ja. Das werde ich aber jetzt hier überspringen. So.
Ja. Nein, nichts. Okay, nee. Study, da ist ja immer das Journal, oder? Ja. Ich glaube, das war auch nichts. Ja. Glaube ich, nichts Neues drin. Diese Kuh. Stimmt, da war ja dieses Kuhgemälde. Ja, das super. So gut. Super schön, ja. Okay, dann werfen wir nochmal einen Blick ins Tagebuch. Okay, das geht zum Glück schnell. Okay, der will nicht, dass Allison die Drogen absetzt. Die Drogen. Ja, Drugs, ne? Das sind ja die Medikamente. Ich meine. Mrs. Randolph crossed her crossed and uncrossed her legs for me. Aber wo steht das? Im zweiten Absatz, genau da, wo die Maus gerade ist. Hm. Wer ist denn Susanna? Ich weiß nicht, aber die hatte was mit Mark. Immer mehr Namen, die wir nicht kennen. Ja. Achso, wir haben ja letztes Mal auch gelesen, der hatte doch auf irgendeiner Feier, irgendeiner Party hat er doch irgendeine weggebüffelt. Ja, stimmt. Als alle zugucken konnten und es keiner realisiert hat. Stimmt. Ja. Okay, das könnte natürlich auch die Catherine lesen, nicht nur die Allison. Ja. Allison ist, glaube ich, zu apathisch dafür, dass sie sich dafür interessieren würde. Ich glaube auch. Ja gut, dann machen wir direkt schon mal den nächsten Test, oder? Weil sonst haben wir hier nicht mehr, also da können wir gar nicht rein. Und da konnten wir, glaube ich, noch gar nicht rein. Das ist Jodys Schlafzimmer, ne? Vielleicht spielt da das große Finale. Das bestimmt. Okay. Dann machen wir das mal mit dem im Master Bedroom. Wow, aber wie cool, ne? Dass sie das ganze Haus auch in einer recht guten Grafik für die Zeit. Ja. Also das muss man ja auch mal sagen. Aber es stimmt in so einem Architekturprogramm oder so. Gibt es ja auch so eben Architektur. Ja gut, Level Design ist ja nichts anderes als Architekturprogramm sozusagen, ne? Wenn du da deine Levels, das ist ja auch Architektur. Aber trotzdem schön gemacht. Das ist schon mal super. Ja. Gut, dann. When you've concluded this test, you will return. Ja. The man should be the head of the family. Nein. Also, das heißt, nicht, dass er nicht sollte, aber es ist. Es ist nicht zu verallgemeinern, nein. Ja, es ist ein Teamwork. Ne? Ja, genau. The berries symbolize. Sieht so lustig aus. Oh Gott, ey. Was hat die da für eine Kette? Ist das. Ich sag's nicht. Ich hätte jetzt gesagt, die will naschen, Süßigkeiten. Ja. So, wie nennt man das? Begierde. Aber. Ja. Bountiful Harvest. Weiß ich sag mal Greed, oder? Das kommt dem am nächsten, was ich meine. You can tell by looking at this little boy that he is. Dumm? Der ist nicht normal. Nee. Possessed. Cruel. Also der ist sweet auf keinen Fall. Der ist bestimmt von irgendwas besessen. Ja. Der Hund nicht, aber der Hund ist viel zu klein. Ja. Das ist ja die Blechtrommel oder was? Das ist Roman Polanski. War das nicht Gunter Grass? Blechtrommel? Keine Ahnung. Ich glaube, der Film. Ich weiß nicht. You can tell by the expression on this little girl's face that she is. Boah, diese Menschen da hinten, die verfolgen. Oh, die hab ich gar nicht gesehen. So It Follows-mäßig. Das ja, ist, also, da muss ich jetzt auch gerade dran denken. See? Everything's okay. Das ist mentally ill, adventurous, bright, sick. Also die flieht. Ich würde. Die flieht vor irgendwas. Also abenteuerlich ist sie nicht. Wenn die flieht. Bright ist doch so erleuchtet, oder? So hell. Ja, oder fröhlich oder auch, oder? Okay, das glaube ich nicht. Die sehen nicht fröhlich aus. Okay.
krank sieht sie auch nicht aus. Mhm. Also vielleicht bildet sich die Gestalten ein. Deswegen würde ich jetzt mentally ill sagen. Mhm. People who are cruel to animals should be severely punished. Ja. Ja, auf jeden Fall. Lass die armen Tiere in Ruhe. Kleid an. Ich wollte gerade fragen, hat die so ein Kleid ausgeschnitten aus der orangen Wand? Ja, ja, so Pappe. Also soll bestraft werden? Ja, true. A cemetery is a good place to play adventure games. Gabriel Knight 1. Have a picnic, get laid, smoke pot, talk to... Das ist alles dumm, aber wenn, dann talk to dead people. Ja, hätte ich auch gesagt. Did Jesus Christ really exist? Also, die historische Figur ja, die biblische Figur nein. Sag einfach, he's a myth. Okay, also das, hier wird ja auch der Mythos gezeigt, ne? Deswegen, ja. Also ich meine, es gibt eine historische Figur, die damit gemeint war, aber das, was da alles mit zusammenhängt. Genau. The book on the table is most likely Der Herr der Ringe. Dictionary, a Bible, Family Album. Das ist ein Almanach. Ich kenne nur Alman. Ein Almanach, das ist ein, das ist sowas wie ein Lexikon. Also so eine uralte Version eines Almanachs. Oder zum Beispiel der Kräuterkundler hat ein Almanach mit allen Kräutern drin oder sowas. Okay. Das ist, ja. Also ich glaube ja schon, dass es wahrscheinlich die Bibel sein wird, weil das war ja früher so das Einzige, was die hatten. Aber guck mal, die ist viel zu hübsch illustriert dafür. Und das ist auch ein breites Format. Also ich würde da auf Familienalbum gehen. Okay. Weil so ein Format, dass das ja eher breiter als lang ist, das hat die Bibel nicht. Und auch noch nicht. Ach so, so siehst du das, okay. Ich dachte, dass die linke Seite da von dem Buch. Ich dachte, nee. Das? Ja, genau, das, ich dachte, das wäre der Buchrücken. Aber nein, das ist. Hier ist der Umschlag. Die Seiten, ja. Das siehst du hier so. Das ist ein Umschlag. Also, das ist eher ein Familienalbum. Ja, okay. Und das ist auch generell. Also, eine Bibel hat keine Bilder außen. Ja. Will the lion ever really lie down with the lamb? Ja, klar, das gibt so Vorfälle. Dass sich Tiere gut verstehen, die eigentlich verfeindet wären. Ja. Ja. Good morning. Sorry, I slept so late. Yes, well, we have to get on a schedule, so it's best we start right away. Okay. You can go upstairs and get dressed, Mr. Overton. We'll call you when we're ready. Well, go on, Michael. Hau schon ab. Michael. Alright. Erstmal seinen Judo-Anzug anziehen. Jetzt hat er schön den schwarzen Gürtel geknüpft. Weil ich so viel Geld hatte und es so viel Spaß machte, mähte ich den Rasen für umsonst. Ja, Forrest Gump. Und weil ich ein zig Millionär war und weil ich so viel Spaß daran hatte, mähte ich den Rasen für umsonst. Jenny? Das ist doch einfach die Anfangsszene von einem Porno, ey. Oh ja, wie er schwitzt und glänzt. Hm. Oh Mann. What's up? Allison wants you to do that later. Why? I'm almost finished and it's supposed to rain. It would be really helpful to me if you could do it later. What possible difference could it make? Jody's trying to take a nap and you're keeping her awake. That's not my problem. It's yours. What are you doing? Shh, lower your voice. I told Allison that I'd give Jody a sponge bath. In the beginning, it's going to be very important for me and for you to follow through and do the things we say we're going to do. I have to win her complete confidence. You understand that? Yeah, of course. After you shower and change, I have a list of groceries I want you to get. We don't need anything. I went shopping yesterday. Thank you.
sogar so ein Gabriel Knight Hemd an, ey. Ja. Hey, Mrs. Greenstreet. I know I don't have an appointment, but I really need to speak with Dr. Turner for just a minute. He's with a patient. Well, can I wait? He's got a very tight schedule. I'll just be a few minutes. He's due at the state hospital immediately after this appointment, and he's running late. It's important that I see him very briefly. Is this an emergency? Is your wife with you? No. I just came from... Then perhaps I can schedule an appointment for you. No, look. It is an emergency. I really need to talk to him. Gracie! Please have a seat. And when he's through with his session, I'll ask when he can see you. Thank you. What are you looking at? Das war ja gut. Ja. Ah, haben wir ihn noch. Ja. Mr. Olden insisted on seeing you. Das sieht I told him you were fully booked, but he said it's an emergency. Ganz alter Gabriel Knight. I'm sorry. Yeah. It's okay, Michael. Come on in. Gabriel Knight in 30 Jahren. Der hat schon richtig Bock, ey. Ja. Sit down. What's wrong, Michael? I'm sorry. It's really not an emergency. Just the only way I could get Mrs. Greenstreet to agree to let me stay. She tries to keep me on schedule. So, what's up? Well, the therapist has arrived. I know. She called me. Oh, she did. Well, she never told me. She was critical of Allison's medication. We did discuss it. But now that she's there, then I think we stand a good chance of getting Allison off some of the drugs. Then you agree with her? You don't? I didn't think she was qualified to make those decisions. But I didn't want to appear critical of her either. I understand. She is very experienced dealing with people in trauma. How does Allison feel about her? Oh, much better than I expected. Well, that's a good thing, then. Well, I suppose. You don't like her, is that it? No, it's not that I don't like her. Has there been some kind of problem? Mm. Her methods seem unorthodox. How so? Well, she's very authoritarian, for one thing. She's virtually bossing me around in my own house. Yes. Catherine is used to a lot of responsibility. She was a head nurse at a very young age. She is extremely intelligent, you know. Although her name is Mrs. Randolph, I get the feeling she no longer has a husband. Divorced quite recently. Yeah. I guess she's better at solving other people's problems than her own. The failure of a partnership should not be a condemnation of the people involved, Michael. Sometimes things are just not meant to be. Of course. I don't know why I said that. Is there anything else? Yes, the most important point, actually. She seems to be humoring Allison too much. Humoring her? Yeah. I guess I expected her to be dealing in reality, but she just seems to be fostering the illusion. I mean, I just think she's going about it all wrong. Well, she is very experienced at this sort of thing. You've been dealing with Allison's condition for what? 6 months now? Yes, just over. She has an enormous task, you know, and a major step would be for her to gain Allison's trust. That's what she says.
Well, she's not lying. No, I'm sure she isn't. I guess you think it's dumb for me to be so worried. Oh, of course not. But you must try not to feel so anxious. We're watching the situation very closely. Right. Well, thanks for your time. Strange seeing yourself like that. I thought I handled it rather well, though, don't you? I mean, if I knew then what I know now, I might have altered my approach somewhat, but given the circumstances, I think my responses to Michael's concerns were, well, appropriate, to say the least. Wouldn't you agree? You're clear. How do you feel in the company of highly intelligent people? Kommt drauf an, wie die damit umgehen. Es gibt ja Leute, die halt einem das voll unter die Nase reiben und ja, eben genau. Alles, was du sagst und machst, halt immer kritisieren. Deswegen, ich meine, ich hätte schon zu comfortable tendiert. Mhm. Aber sagen wir, ich würde dann sagen, stimulated. Also ja. Ich finde es schon gut. Und das berührt mich irgendwie auf eine Art. Also, nein. Es reizt mich auf eine Art, die kann positiv oder negativ sein. Ja. Also, ich fühle mich denen nicht überlegen. Ich fühle mich auch nicht eingeschüchtert oder degradiert. Aber schon mal erstmal interessant. Ja. Und das kann dann zu comfortable werden. Aber ich würde erstmal stimulated sagen, ja. Catherine is very insightful. Ja, oder? Ja. Catherine was wrong to make Michael stop mowing the lawn. Ja, wer macht das? Also, wer soll denn jetzt sonst den Rasen mähen? Lass den Mann doch den Rasen mähen, würde ich sagen. Ja, aber weißt du auch, warum der aufhören sollte? Nee. Damit Jody in ihren Mittagsschlaf machen kann. Ach so, das hatte ich gar nicht mitgekriegt. Also würdest du eher dagegen stimmen? Ja, also ich weiß ja nicht. Eigentlich hat sie ja gesagt, sie möchte den Ansatz haben, dass nicht mehr ihre Traumwelt, also die Traumwelt von Allison so aufrechterhalten wird, sondern dass sie wieder zurück in die Realität kommt, oder? Ja. Ja, also dann würde ich sagen, dass es irgendwie komisch ist, dass sie dann da mitspielt. Ja, also ich finde es erstmal falsch, dass sie ihm das vorschreibt. Ja. Aber ich finde auch, dann mähst du halt den Rasen nächste Woche oder morgen oder so. Ja. Na, deswegen würde ich sagen, dass ich dagegen stimme. Ja. When it comes to abortion. Ja, pro-choice. Ja, würde ich auch sagen. Michael ist schon krass, dass du so Spiel dich sowas fragt. Ja. Aber, ne, aus den 90ern schon solche Fragen. Ja. Ja, wir haben gemerkt, er hat eine Short Fuse, ne? Ja, kurze Leitung. Also, ja. Der ist schon richtig angepisst. Also. Ja, der wird generell, also der versucht ja auch sofort dann, auch in anderen Situationen, sofort schnell die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen von der Catherine und so. I am hiding something. Ja. Ja, also er weiß ja, was ja, da eben, passiert ist. Wo, ne? Wie bist du Erzähler geworden? Warum du? Warum nicht Michael? Ah, hier habe ich nun Catherine getroffen. Damals war ich ganz schön geil auf sie. Ich wusste noch nicht, was später passieren wird. Nein, also ich würde sagen, ja. Der weiß ja, was passiert. Der hat ja gesagt, vielleicht hätte der sich anders entschieden, wenn er gewusst hätte, wo das hinausläuft. Genau. Okay. So, ach, ey, okay. Ey. Ja, das ist doch mal cool. Fernsehen gucken, erstmal. As his training progresses, the young psychiatrist learns the various techniques which will be at his disposal and how to use them. Among these are such physical methods as electric shock. What? Electric shock is used most frequently to relieve depression. Ja, das hat sich auch als sehr gut herausgestellt. Ja, so wie Lobotomie. Ja, dachte ich auch gerade dran. Lobotomie und Elektroschocks. Are frequently able to cooperate with the doctor after insulin injections. Properly used, such treatment has helped extreme cases of anxiety. In certain chronic illnesses, brain surgery may be indicated. Okay. Ja, Lobotomie. Jetzt kommt das auch.
Wow. Schnitt. Der Frau. Und Bush. Der Präsident? Genau. Da ist er gerade durchs Bild gelaufen. Nein, das war doch so ein Arzt gerade in einem weißen Kittel. Entschuldigen Sie, wir müssen eine Lobotomie bei Ihnen durchführen. Sie sind ein wenig hysterisch. Okay, möchte uns der Film was sagen oder ist das einfach nur Titten? Ich glaube, wir werden auf YouTube gebannt, ey. Die Musik. Wieso Katzen, die auf dem Klavier rumlaufen? Auf dem Keyboard. Okay, das. Was ist das denn für eine Sendung gewesen? Lobotomie, ja, Elektroschocks? Beim Psychiater. Ja, keine Ahnung, vielleicht guckt er sich nebenbei solche Filme an. Aber wer hat denn da umgeschaltet auf einmal? Vielleicht hat er ja eine Kassette überspielt. Ja, stimmt. Ja, okay. Wer liest das denn alles? Also, ich weiß schon mal, wer es nicht liest. Ich. Ja, ich auch nicht. Gut, okay, dann was haben wir hier? The next TAT will be given in my receptionist's office. Ja, gut, dann gehen wir da. For the abstract painting. Ja, gut, so viele Optionen gibt's nicht. Aber danke, dass du mir nochmal einen Tipp gibst. Aber ich bin überrascht. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es noch eine neue Location gibt. Gar nicht. Ach, die alte, ey. Ja, auf dem Greenscreen aufgenommen. I don't know about you. Die ist einfach komplett rot. But I think this situation isn't good. Not good at all. Lady in red. Could even be dangerous. Mrs. Overton really doesn't need her husband undermining her therapy. That poor woman. Not that I think Mrs. Randolph is the Florence Nightingale of psychiatric care. But she is a professional psychotherapist. And Dr. Turner is certainly enthusiastic. Perhaps a little too enthusiastic. Mm-hmm. Well, it's my lunch hour, and it's wasting away. Keep an eye on him for me, will you? Yep. And maybe you should watch out for our nurse-turned-therapist. She's a bit too clever for her own good, if you ask me. Ja gut, so einer 800 Jahre alten Frau kann man ja vertrauen. Dann mal hier in die Schublade. Erstmal in die Akten. Erstmal die vertraulichen Informationen gucken. Justine Carter. Wer ist das denn? This attractive. Ja, ist natürlich sehr wichtig, dass sie attraktiv ist. Ja. Ist bestimmt super wichtig alles. Ja, natürlich. Martin Berg. William, Martin und Marilyn Berg. Okay. Okay, jetzt können wir natürlich mehrere Geschichten über verschiedene Couples hier lesen. Also, da haben wir, ja, okay. Ah, da ist noch. Da haben wir nämlich hier noch das und dann können wir gleich in die Wand. Ach, Münchhausen, Stellvertreter-Syndrom. Ja, das kenne ich auch, ja. Wenn Eltern ihre Kindern irgendwelche Krankheiten andichten, damit die Aufmerksamkeit kriegen. Ja. Ja, genau, die Mutter, ja. Gibt's ja auch komischerweise so viele Mütter, die, ach, mein Sohn hat das und das und das und das, ah, mein armes Kind. Und dann einfach nur, damit sie irgendwas Interessantes zu erzählen haben. Achso, jetzt zeige ich schon weiter, ja. Okay. Out of the following, which dancer best personifies your personality? Ich kenne niemanden davon. Ich auch nicht. Paula Abdul habe ich schon mal gehört. Von dem American Idol, nicht DSDS. Gene Kelly habe ich auch schon mal gehört, aber. Aber ich. Keine aber Ahnung. Aber Ginger. Okay, weil du Ginger bist, nehme ich Ginger, okay? Ja. Often, I laugh out loud for no good reason and then feel like a fool. Nö. Also, no good reason? Nein, ich lache nicht einfach so. Girk.
Ja, das ist ja kein Und vor allem fühle ich mich danach nicht doof. Genau. Weil wenn also, ich was lustig finde, dann finde ich es lustig. Genau, also mag zwar ein dummer Witz sein, aber es hat immer einen Grund, deswegen false. Ja. If you don't like the way somebody else sees something, the best thing to do is disagree with them. Moment. Wenn ich nicht mag, wie jemand etwas sieht oder wie er die Meinung zu etwas hat, die beste Sache, dies zu tun, ist mit denen, also denen nicht zuzustimmen. Nee, da kommt da halt immer drauf an. Ja. Also. Nochmal eine Opinion. Ja, genau. Kommt auf den Kontext an. Also das müssen wir. Art should not. Ja, verstören. Kunst soll nicht verstören. Spannung. Ja, voll. Ein bisschen. Ja, aber wenn ich jetzt mal die vergleiche, also anregen, Spannung verursachen und inspirieren, finde ich, dann sollte Kunst nicht verstören. Weil dann geht's dir scheiße danach. Das ist auch nicht gut. I have never been afraid of clowns. Ja, das stimmt. Ich hatte noch nie Angst vor Clowns. Ich auch nicht. Okay. Außer vor so extra Horror-Clowns. Ja, das ist ja... Moment, darf ich das nochmal lesen? Also, natürlich, ich glaube, jeder wird sagen, ich würde natürlich versuchen zu helfen, aber ich glaube, meine erste Reaktion wäre erstmal total ausflippen und schreien. Echt? Okay. Ja. Ich würd jetzt nicht die Polizei anrufen, ich würde einen Notruf anrufen. Ja. Deswegen würde ich das jetzt tatsächlich wählen. Okay. Aber ich weiß noch, ich bin mal im Auto gefahren und dann habe ich gesehen, wie zwei Autos ineinander gefahren sind. Also noch nicht mal frontal, sondern die sind halt beide in die gleiche Richtung gefahren und einer wollte irgendwie links auf die eine Spur und hat dann das eine Auto nicht gesehen, keine Ahnung. Das war nicht mal ein großer Crash oder so, aber trotzdem habe ich so geschrien. Okay, ja. Weil ich, keine Ahnung, ich hatte einfach voll Angst. Ja, aber gut, ja, dann, kann passieren, aber... Bei sowas würde ich natürlich Notruf rufen. Aber also bei mir ist jetzt zum Beispiel so, ich würde, nicht was ich schon gemacht habe, sondern... was ich tun würde, weil es wird einem geraten, nicht selber zu retten. Man soll auch nicht selber irgendwelche... Ja, auf jeden Fall. Vor allem, wenn das brennt. Das ist natürlich... Genau, man soll ja auch nicht selber irgendwelche Banditen aufhalten, die einen Laden überfallen. That's not my problem. It's yours. Oder sonstige Sachen. Man soll immer die Polizei oder den Notruf rufen. Deswegen würde ich das tun. Deswegen würde ich das sagen. This image makes me think of... Ich hätte jetzt, dass ich den alten Mann gesagt... Das Gesicht sieht für mich aus wie so ein alter Mann, der so gebückt läuft, weil er hier so einen Stock oder so hat. Deswegen hätte ich das jetzt gesagt. The artist who painted this. Has a unique vision. Ja, wollte ich auch gerade sagen, I have never tried to hit an animal on purpose with my car. Was? Ja, natürlich nicht. Ja. Ja, manche sind aber so. Manche stehen drauf. Well, you look so excited. What's going on? It's Jody. What about Jody? She's sitting up. She's sitting up in bed. Really? Yes. Catherine got her to do it. We were just talking about how she needed to try harder, and Catherine said she should be sitting up in bed. And she went right upstairs and got her to do it. Just like that. Isn't it wonderful? Yeah, that's wonderful. And that's not all. You gotta do it. You just gotta do it. Do what? She wants her own television for her room. She wants her own television. Catherine wants her own television set. Yes. No, Jody. Jody wants her own television. She's sitting up now, and she wants her own television set. Oh. Well, Michael, I would think that you'd be more excited and happy about this. I am. It's just, it's such a surprise. Isn't it, though? It's because of Catherine. That woman can work miracles. Your hair looks great. What'd you do to it? Well, Catherine did it. You will do it, won't you, Michael? You will get her own television set? That's what she wants. She does. First, I gotta get the groceries. Sie guckt ihm immer so auf die Brust oder so, ne? Die guckt ihm irgendwie nicht richtig in die Augen. Der ist doch so groß. I'm not helpless now. I know. Ich pack die sogar selber mit an. Ja. Ich war noch beim Baumarkt. Hol mal die 20 Dachziegel auch noch raus. Guck mal, hat sogar auch richtige Klamotten an. Nicht im Pyjama. Where's Catherine now? She's upstairs doing her meditation. She does it faithfully for 1 hour every day. While she's doing it, she can't be disturbed. Oh, is that right?
Michael, whatever she's doing, it takes a great deal of concentration. She's gonna teach me how to do it. Die liest sich da die Tantra-Sachen durch. Ja. Michael, what's wrong with you? Hat sie nicht auch so Hexensachen? Ja, ja, genau. Vegetables, we got health cereals, carrot cake with no, underlined, no artificial ingredients. And this stuff is expensive. If you ask me, it doesn't make a damn bit of difference. Soy milk, for Christ's sake. Michael. It just pisses me off that I have to go out and get all this stuff. Nothing is too great a sacrifice or an effort if it will help Jody. You're right. Hello, oh, darkness, my old friend. Yeah. I've come to talk with you again. Michael. Could you go up to Jody's room and get her drawings and her notebooks and her report cards, too? What do you need those things for? Well, Catherine wants them. She wants to know all about Jody so she can work with her better. I'm crying out loud, Allison. I don't know where those things are. They're in the bottom two drawers of her dresser. Could you please do it, Michael? She's probably asleep. I don't want to wake her up. Michael. Wagner-Oper. Ja. Halt zwei. I've worked with patients in severe denial before, but never anyone who's suffered to the same extreme as Allison. And that's actually why I introduced Catherine into the process. Virtually her first case, once she became a licensed therapist, was with a young man in Portland who was undergoing similar trauma after the death of his mother. And Catherine's effect was remarkable. I was somewhat removed from the case and, don't really know how she did it, but I saw Danny in his before and after conditions, and the results were astonishing. She's good. She's very good. Swearing offends me. Ich glaube, da hat man gerade wieder am Ende, also erstmal
heftiger Rückblick. Also interessant, das jetzt mal zu sehen, auf jeden Fall. Ja, und auch, dass der Michael auch mal Trauer und wirklich also ne, das Verzweiflung das, das, zeigt. Das sitzt halt auch tief in ihm drin. Ne, er hat das nicht so verdrängt wie jetzt seine Frau. Die ist ja komplett aber einfach. Es belastet ihn ja trotzdem. Und das, ja, also interessant auf jeden Fall, das mal zu sehen. Genau, ich wollte gerade nur sagen, man hat jetzt am Ende von dem Take, von dem John Hurt wieder irgendwie so ganz leise so einen Regisseur wieder reden gehört. Da habe ich wieder das Gefühl gehabt, so, okay. Oder irgendwie so ganz leise, so ein ganz kurz Abschnitt, meine ich wieder, dass das war. Ja, und jetzt mit Michael nochmal, also der wollte ja wirklich nicht ins Zimmer, weil ich denke mal, jedes Mal, wenn der in das Zimmer rein muss, dann wird der halt wieder daran erinnert. Wir haben nämlich vermutet, dass das so war, weil der einfach nur denkt, ja, das ist doch Schwachsinn, die lebt doch nicht mehr, das müssen wir so tun, als ob die noch leben würde. Aber nein, es bedrückt ihn halt einfach so sehr, wenn er selbst da reingeht. Genau. Also, swearing offends me. Nein. Okay. Also mich nicht. I am hostile toward people who lead alternative lifestyles. Nö. Nö. Alles in Ordnung. Also, jeder machen, wie er möchte. Ja. I have dabbled in bizarre sexual acts. Oh. Only on weekends. in bizarren Sex. Nee, also muss ich sagen, never. Ja. Was heißt bizarr? Ich weiß nicht. Also wenn man das schon fragen muss. Ja gut, es gab so ein paar Sachen, die könnte man schon als bizarr bezeichnen. Nee, ich glaube, nein, mach aber once never. Or twice, ich mach never. Also, only on weekends finde ich super. Catherine is a skilled practitioner. Also ich finde, die hat schon Skills. Ja, wenn man sich ihren Lebenslauf anguckt, dann... Ja, ich sehr viel Erfahrung. Natürlich, ich frage mich halt nur, wie viel von dem, was sie macht, sie wirklich aus Versehen macht oder professionell, um irgendwas zu beeinflussen hier. Das mit den Beinen überschlagen, dieses Umziehen vor dem Fenster und die, also ich weiß nicht, ob sie wirklich eine eigene Agenda hat, die sie durchsetzen will, aber ich finde sie auf jeden Fall geskillt. Ja. Catherine isn't handling this situation very well. Auch bisher macht sie es ganz gut, finde ich. Ja, finde ich auch. Is Catherine attracted to Michael? Ja. Sometimes, when I'm drunk, I get angry and break things. Also, dadurch, dass ich nie betrunken bin und noch nie betrunken war, würde ich false sagen. Ich werde auch nicht sauer. Wenn ich trinke, dann werde ich eher fröhlich. Also, ich bin halt eher so eine Person. Okay. Gibt ja solche und solche. Can a woman be both passive and sexy? Ja. Ja, klar. Okay. Oh, hübsches Bild. Sehr schön. Gut. Direkt über die Toilette. Dann würde ich, wir haben ein starkes Finale gerade gehabt mit diesem Autounfall. Ja. Ich würde nämlich sagen, wir beenden hier erstmal. Ja, würde ich auch sagen. Machen dann nächstes Mal hier weiter. Also es war schon mal sehr interessant, das so zu sehen. Ja. Weißt du, wie viele Kapitel das Spiel hat? Nein. Okay. Kann ich aber gleich mal recherchieren. Okay. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Gar nichts. Zusammenpacken. Ende. Kann doch niemand Bandmaß halten.